Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 2. Ja, lange ist es her, meine kleinen Freunde, lange her und so. Ich glaube, wir waren da bei der Mission Slum-Taxis gewesen. Und jetzt sind wir beim Fetty Mac Fett. Okay, den Spruch, den habe ich. Fetty Mac Fett her. Mir kommt es mir bekannt vor, aber ich habe es noch nicht gesagt. Na, egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu dieser fetten Schnecke da. Der Baron schickt seine Schläger, um mich zu schikanieren, hä? Körperverletzung, Steuerrückzahlungen, jeder will was von mir abhaben. Oh je. Dein Glück, dass an dir genug dran ist. Diese Fracht im Hafen zu zerstören war wichtiger, als ihr glaubt, hä? Ich habe ein neues Projekt und kann niemanden gebrauchen, der in meinen Ladungen herumschnüffelt. Sagen wir mal so, wenn alles nach Plan läuft, gehören mir bald alle Metallschädel-Trophäen. Jedenfalls habe ich einen neuen Job für euch. Bruder, ein Kollege, arbeitet mit mir im Zwangsarbeitsmarkt. Du meinst im Sklavenhandel? Freiheitsgeschädigt ist mir liebe. Die niedersten Arbeitskräfte der Stadt sind die Lurker. Bruder bezahlt mich gut für meine Hilfe, Lurker zu befreien und sicher aus der Stadt zu... Ach, es erfreut mein Herz, den Bedürftigen zu helfen. Und ich bedarf seines Geldes. Lurker? Wir mögen keine Lurker. Aber ihr mögt Waffenbonus, hä? Die Crimson Garde transportiert gerade 3 Lurker zu einem Projekt des Barons außerhalb der Stadt. Überfallt die Transporte und bringt die 3 Lurker zu Bruders Schmuckstand auf dem Bazar. Yeah! Die Lurker kann ich jetzt wieder nicht spielen. Scheiße. Waffen, Munition, Kompensate. Achso, haben wir was bekommen? Ich hab gerade eben gar nicht zugeschaut. Hab jetzt nur den Schluss mitbekommen, dass wir irgendwelche Lurker hier. Was weiß ich, also. Crimson-Kacke. Okay. Dann gehen wir mal die Lurker retten. For the win und so. Jo Leute, also über lange Nacht hieß, ne? Weil die Titel hier auch im One Piece Let's Play gesagt haben, vor diesem Let's Play raus. Aber ich sag einfach nochmal. Ja. Geiler Scheiß, ne? Sind wir wieder am Start, jetzt wieder diese Flache. Och nee. Ach, puh! Voll vorbeigefallen, voll verquasselt. Ach, Schnauze, ey. Und diese Lurker. Ach, was ist hier? Verdächtiger begibt sich in Sektor 6. Alter, verpiss dich mal, Alter! Motherfucker, Mann! Fuck. Steig aus dem Fahrzeug. Verpisst euch von der Fahrbahn, ihr dummen Pisser. Die auf Boden fahren, überfahren die ganzen Leute, ist aber auch scheißegal. So, was für Fischkutter oder was? Verdächtiger fliegt nach Sektor 5. Wie sollen die da? Ach, ich weiß schon nicht, was ist da denn bis weiter? Irgendwo doppelt im Typ. Wow! Aber Beilung, bevor uns das Ding unterm Arsch wegfliegt. Das dampft ja schon, Alter. Wie der Zippentopf meiner Großmutter. Noch nichts entdeckt. Und das muss was heißen. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie der Zippentopf meiner Großmutter dampft, aber. Gut. Ah, die Crimson Garde verfolgt uns jetzt nicht mehr. Danke dir, Kollege. Verdächtige Aktivitäten in diesem Sektor. Finde ich auch nicht schlecht. Den müssen wir so ein bisschen leichter haben. Ja, komm mal, Platz da! In der Fahrbahn, ey! Ah, verpisst euch mal! Alter, also die Behinderten. Wo ist denn das Ding? Vorne, irgendwo da vorne. Suche nach Verdächtigen. Nein! Hey,
Stopp! Nein! Okay. Da mal. Alter, jetzt auch mal die Beine in die Hände. Jetzt geht's auch. Boah, wieder geflogen ist! YOLO! Oh Mann, ey, ich bin jetzt eigentlich 2013 und so. Hi! Fahr zu, fahr, Mann! Jack, oh mein Gott, Jack! Oh mein Gott, das Ding dampft schon wieder. Holy moly, holy moly, holy moly, holy moly! Oh shit! Jetzt aber mal Beeilung. Platz da, Platz da, Platz da, Mann! Hier kommt der Dextinator! Ich hab keine Munition mehr. Wo fahr ich eigentlich hin? Platz da! Der Dextinator ist wieder am Start! Der letzte, oder? Der letzte Lurker. Den wir retten müssen. Boah, der Crimson Guard, die wird nie, die wird immer lästiger. Platz da. Verdächtiger sich in Sektor 6. Nein! Schnell jetzt aber Dampf, Alter. Verpiss dich von der Fahrbahn, du dummer Wichser. Meine ausgefallenen. Boah. Das ist jetzt echt voll so. Nee, ich bin wieder voll so in meinem Element, Leute. Ich würde nicht beleidigend sein und bitte wieder noch gelöscht oder so. Tut mir leid, YouTube. Ich bin kein Strike. Kleiner oranger Krieger, du großes getan für Brutto und Lurkervolk. Bleib mir vom Leib, Pla. Oh, tut leid. Tolle Jungs, Brutto nicht vergessen. Brutto wieder gut machen. Werdet sehen. Patrouille in Sektor 9. War nicht schlecht. War nicht schlecht, haben wir gut absolviert. Du verpisst dich mal auf, du. Ich sag irgendwie in diesem Part sehr aus, verpiss dich mal. Okay. Wieso wen kann man gehen? Törtchen. Törtchen. Sahne Törtchen. Und. Wen denn noch? Wer ist der andere? Ja, komm. Ach, Mann. Verdächtiger fliegt nach Sektor 5. Ja, ich bin scheißegal. Da. Okay, wir haben ja einmal dieses komische Totenkommen. Rote. Oh, wir gehen auch zum Fettsack. Dann gehen wir wieder zum Teddy. Auch mal so eine bisschen hier die Crew fertig. Why not, Leute? Why not? Crew ist eh so ein komischer Kauz. Fettsack, einfach so ein Fettsack, ne? Der einfach nichts zu suchen hat in dem Spiel. Naja. Mal gucken, wie es läuft. Denn. Wir brauchen auch wieder Munition. Wir haben noch gar nichts hier. Guckt euch das mal an. Die ist quasi leer. Wir haben nur diese die Streuwaffe. Die Streuwaffe. Oh, nein, ich hab die Dunkel vergessen schon wieder. YOLO! Kann ich mir wieder. Au! Du Arschloch! Pisser! Oh, ich verpiss mich bis da rein. Hat mir was getötet. So, wo ist das Crew? Da oben ist er. Vor vielen Jahren, als ich noch Kunstsammler war, habe ich mir hier im Museum die berühmte Statue von dem Gründer von Haven City, ausgeborgt. Die Statue hielt den Rubinschlüssel der Stadt in den Händen. Ein Artefakt von unvergleichlicher Schönheit und natürlich sehr hohem Wert. Oh, ich liebe Kunst! Als ich die riesige Statue durch die Kanalisation schmuggelte, brachte ein mörderischer Sturm eine riesige Flutwelle. Die Statue und 5 meiner besten Männer wurden weggerissen. Wie schrecklich. Ja, ein schlimmer Verlust. Ich vermisse die Statue schrecklich. Wegen dem ganzen Wasser und den Metallschädeln kriege ich niemanden dazu, runterzugehen und das Artefakt zurückzuholen.
Aber du bist was Besonderes, Jack. Du kannst das. Jack? Hey, und was bin ich? Nur die Beilage? Das wäre was. Jetzt geht er runter, legt die Kanalisation trocken, findet die Statue, bringt mir den Rubinschlüssel. Und er wird uns ungeahnte, fantastische Möglichkeiten eröffnen. Na toll, noch mehr Schlamm catchen. Ich zerstöre ungern deine Seifenblase, Süßer, aber das ist nicht bloß Schlamm da unten. Yeah, ab in die Kanalisation, Leute. Ich liebe diese, irgendwie, ich mag diese Kanalisation ein bisschen ab und zu mal. Die sind immer so ein bisschen so. Ich bringe so ein bisschen ein Karma in das Spiel. Immer her. Ich hab zwar noch einen Jackpot, aber die Dinger sind schneller. Ich weiß nicht, wo wir hingehen, wo wir Munition kriegen könnte. Hoffentlich jetzt ein bisschen offen. So, hier drin. Rein. Jupp, hier haben wir Munition. Den Schießanlagenrekord zu brechen? Nee, keine Lust. Keine Lust, den Rekord zu brechen. Ich muss mal meine Munition abholen und dann bin ich schon wieder weg. Also, mach dir mal keine Hoffnung, dass ich hier lang bleib. Sehr schön. Keine rote. Eieiei. Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Ah, okay. Okay, auf geht's mit dem Jetboard. Hä? Entdeckt. Das geht ja gar nicht, bei Jack 3 kann man da nicht. Was zum Fick? Gib mal dein Ding her, so. Erreiche den nächsten Sektor. Ich bin doch verarscht von euch. Und auf geht's. Das ist immer ganz witzig, wenn wir so angefangen kommen, dann hauen die ganzen Fußgänger immer ab. Platz da. Wo ist denn das jetzt? Hä? Ich weiß nicht, wo ich da nicht mit dem Panel rein soll. Gibt's eine Karte oder eine ganze Karte? Ah, hier. So. So, die ist gleich da vorne. Okay. Also, das Geschütz ballert uns mal wieder. Naja, egal, sind wir schon gewohnt. Nehmen wir. Wir sind hier in die Kurve steigen. What the? So, wir sind Beste, Mann. Wir sind die Besten. Boah. So. Jetzt sind wir in der Kanalisation wieder angelangt. Ist egal, dass alles so eine offene fucking Welt ist. Es ist so göttlich im Spiel. Du hast keine Ladbalken. Äußere Schild wird geöffnet. So richtig geil. Das mag ich an dem Spiel besonders. Ich hasse ein Spiel, wenn man da so Ladebalken hat und dann so. Boah, in your face und instant, weißt du, wie ich meine? Okay. Da oben sind wir nochmal gekommen, oder nicht? Naja, war mal schon ein paar Mal. Gott, 3 bis 100. Ich bin so richtig müde. Obwohl ich vor knapp einer Stunde jetzt aufgestanden bin. Okay, jetzt sind jetzt schon fast 2 Stunden. Okay, eine Stunde 50 Minuten. Also ich schwimm's ja fast 2 Stunden. Hä? Da bin ich mal nicht weiter. Hä, wo soll ich jetzt denn lang? Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwie eine Kammer, damit wir noch ein paar, wie heißt's? Hab ich vergessen. Vielleicht ist da nicht irgendwelche Cursor-Orbs rumliegen oder was weiß ich. Wow. So, jetzt mal, das ist der Hebel. Da ist die Statue. Soll ich jetzt runtertauchen oder was?
ihn noch irgendwo was drin verlassen. Wow. La 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 la. Das ist so ein schöner Tag. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hingehen. Hä? Hä? Warum hat doch kein Hebel seiner Seite ins Wasser was gelassen? Doch, hier ist noch. Ah doch, das ganze Waffe will runtergelassen. Oh! Sehr easy going, Leute. Wir sind einfach so top. Ey, das ist die Maschine hier einfach. Ei!